The Forest. Und hier stehen wir nun am Beginn unserer eigentlichen Mission, unserer Aufgabe. Wir werden in die Höhle gehen. Doch zuvor noch einmal ganz kurz werden wir uns etwas bekleckern. Okay. Puh. Auf geht's! Okay, das Bekleckern hat, glaube ich, schon mal nichts genützt. Sollen wir wagen mit der Taschenlampe? Nee. Das Feuerzeug reicht mir vollkommen. So. Müssen wir uns hier bücken, ja. Okay. Ah ja. Okay, das Covern hat echt nichts gebracht. Langsam schreiten wir voran. Da vorne ist Licht. Und wir wurden auch direkt gesehen. Ein Hammer. Oh, da sind noch mehr. Bitte schön, die Dame. Das war so klar. Rüstung direkt voll weg. Na komm schon, ich hab noch ein paar. Ich hab noch ein paar. Ah. Instant tot. Ja, da haben wir uns wieder tief in die Seele geblickt. Aber wir haben den Kampf aufgenommen. Ich meine, ne? So, extra live. Ne. Seht ihr das? Den hat's nicht zerrissen! Der hat gerade zwei Bomben überlebt. Der größte Fehler, den wir jetzt tun könnten, wäre die Taschenlampe anzuwerfen. Ich glaub's einfach nicht, dass das Viech gerade zwei Bomben überlebt hat.
Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich war hier noch nie. Ich glaube mit Schleichen. Ach, hinter uns ist ein Ausgang gewesen direkt. Na toll, haben wir uns mal fett in die falsche Richtung geschlichen. Okay, egal, wir gehen tiefer in die Höhle rein. Was uns am Ende dieses Weges erwarten wird. Weiß der Geier! Ist das jetzt hier ernsthaft eine Sackgasse? Ja, na toll. Und der Rest von dieser Höhle ist ein Sackgasse. Oder geht's hier noch weiter? Ich könnte mich ja auch mal bewaffnen, so Performer. Verdammt, bin ich unter einem Wasserfall oder was? Mann, ist das laut. Okay. Was erwartet uns hinter der nächsten Biegung? Was war das? Da war gerade das Geräusch von Ratten oder so. Ja, haben sie uns schon den Strick bereitgehängt. Okay, wir könnten hier weitergehen und wir könnten hier weitergehen. Da vorne sind die Herren von der Lebensversicherung, verarscht dich mal. Gibt es da auch was wir erbeuten könnten? Oh. Bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen. Ach du Scheiße, die sind da zu viert oder so. Haben's gesehen.
Komm, hau wieder ab. Arschgeige. Gut. Stalagniten. Ja, da einer runterdonnen würde, ne, den könntest du da auch 30 cm aus dem Kopf wieder rausziehen. Hier liegt aber auch noch so gar nichts rum, dass man da mal mitnehmen könnte. Ja, noch ein Seil. Haben wir das jetzt eigentlich im Inventar, dieses Seil? Natürlich nicht. Das muss jetzt leider sein. Ach nee. Na, Gott sei Dank haben wir noch genau 2 Schnäpse übrig. Schade, an dieser Stelle könnten wir 4 Bomben haben. Weil 2 haben den ja mal nett geschrägt da hinten. Schwebende Köpfe. Ach, hier geht's raus, dann gehen wir gerade raus. Kriege ich noch eine Axt? Hätte so gern noch eine neue Axt. Hier geht's doch nicht raus, oder? Oh, shit. Jetzt haben wir das zu früh gefreut. Du kannst mich mal, du blöde, dumme Riesenarsch, du kannst mich mal. Hör auf mich zu sehen, hör auf mich zu sehen, hört auf mich zu sehen, hört auf mich zu sehen. Er hat's gesehen. Wo denn? Ach, da vorne springen sie von der Decke runter. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Ja toll, ich glaube, ich schieße hier in den Boden rein. Oh oh.
Ich höre überall Schritte um mich rum. Oben, unten, hinter mir, vor mir. Bling, blang, blong. So, Papa hat eine neue Fackel. Au! Hey! Och komm ey, wieder instant gekillt. Das ist unfair! Wir hatten noch volle Rüstung und alles!